Wir dachten, die Befreiung von Paris bringt uns schneller wieder heim. Aber der Ärger fängt gerade erst an. Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest. Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle ausschalten. Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind. Der Stress belastet uns alle. Ich hab den Eindruck, Schwäche gibt es hier gar nicht. Nur weiter so, Sie werden es bereuen. Ich sag ja nur, Zeit für mehr Blut und Kämpfe. Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission! Hey, machen Sie voran! Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein! Hey, der lag hier rum. Das ist von deiner Frau. Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen. Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Das ist vielleicht ein Abschiedsbrief. Lies die Anschrift. Sie schreibt Daniels, nicht Red. Ohne Grund ist niemand so förmlich. Ich sag's ungern. Ich glaube, sie macht Schluss. Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief. Weißt du? Solange er zu ist, gehört sie noch dir. Was stimmt mit Ihnen? Das hört sofort auf! Wir greifen das Stadttheater um 0730 an. Jeder stößt mal an sein Limit. Einfach jeder. So oder so. Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst, wenn ich das durchstehen soll. Kommen Sie, Daniels! Daniels! Ich hab dich! Die Köpfe runter! Gott verdammt! Wir schlagen sie und sie stehen wieder auf! Wir können den Platz nicht mehr lange halten! Die Artillerie ist auf dem Weg! Maximal 10 Minuten, sagen Sie! Könnten auch 10 Stunden sein! Lieutenant, wir brauchen sofort Panzerunterstützung! Panzer schützt unsere Flanke! Jetzt! Ich muss nachdenken, Gott verdammt! Wir haben keine Zeit zum Denken! Nun, Daniels! Sie und der Yellow gehen mit Pearson für die Anforderung! Bewegung! Alles klar, dann geht! Feuer! Daniel, rüber zum Endgerät! Bitte sehr, Sarge! Dagwood White 27 an Villain. Werden geschossen. Er bitten sofort Unterstützung auf Linie 2. Over! Verstanden. Aber das lässt unsere Flanke ungeschützt. Bewegen Sie trotzdem schnell, ziehen Sie Ihre Arsche her. Verstanden. Wir arbeiten dran. Und beeilen Sie sich! Diese Packs reißen uns in Stücke! Over und out! Herr Männer, wir begeben uns zum Stadttheater. Das erste Platoon braucht uns. Feindpositionen unbekannt. Wechsel zu Funkgerät und Sprechanlage. Funkgerät eingeschaltet! Raps, wir drehen nach rechts und fahren zum Theater. Alles klar, verstanden, Perez! Abrams, Poon, Sie warten hier mit dem zweiten Platoon und decken die Flanke, bis wir zurück sind. Bestätige. Alles verstanden, Perez! Wachsam bleiben und auf die Infanterie in den Fenstern achten. Okay, Raps, Bewegung!
Deckung sind. Oh, der Panzer da. Dreht sich so scheiße. In der Nähe. Ich springe aufs Maul!
Kreis ausschalten, wir aufs Theater feuern! Alle noch! Ende. Gut, Perez hält die Stellung am Theater und deckt unsere Flanke. Wir müssen ohne Panzerunterstützung zum Hotel Allendorf vorrücken. Bewegung! Okay, dann mal los. Das Hotel ist seit Wochen eine Nazi-Festung. Wir müssen es einnehmen, um die Stadt zu erobern. Das wäre viel einfacher, wenn wir ein paar Panzer hätten. Perez muss die Position halten. Wir sind hier die Speerspitze, Private. Ach, das ist ein Witz. Ich hab gedacht, das Rad dreht sich am Panzer. Fenster achten. Die Fassaden im Auge behalten. Irgendwas stimmt nicht. Es ist zu ruhig. Wachsam bleiben. Ruhig bleiben. Deckung suchen. Gehen wir weiter? MG, runter von der Straße! Vorrücken und nach einer Lücke suchen! Oh. Immer weiter! Hilfe! Kann mich nicht bewegen! Weiter! Halte durch, Kumpel! Zurück! Daniel, schaffen Sie ein Loch! Denn das ist ja schon wieder ein Update. Bewegung! In die Gasse!
Munition gesichtet! Immer weiter! Bewegung! Immer weiter! Es kommt mir so still vor. Bestimmt ist das kein gutes Zeichen. Daniels, was sehen Sie? Der Himmel ist ruhig. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing, Private? Was gaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Aber wenn wir zum Hotel kommen, müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Wir müssen erst das Wohnhaus einnehmen. Könnte voller Deutscher sein. Wir durchsuchen es, um uns abzusichern, dann weiter zum Hotel. Aufstellen! Daniel, Sussman, gehen Sie vor! Los jetzt! Na gut. Wachsam bleiben! Diese Wohnungen könnten überall Deutsche sein. Genauer gesagt in die ganzen zwei Blocks. Wir sind sicher! Vorrücken! Wachsam bleiben! Daniels, wir brauchen noch mal den Werfer! Nicht hinter mir stehen! Okay. Wir sind sicher! Vorrücken! Wachsam bleiben! Daniels, wir brauchen noch mal den Werfer! Nicht hinter mir stehen! Ich kann nichts sehen! Deutsche gegenüber! Aufhalten! Aufhalten! Kann sie nicht sehen! Und bleiben! Feuer bereit machen! Da kommt noch mehr! Kampf runter! Rogers, vorrücken und den nächsten Raum sichern. Ja, Sir! Die Tür ist blockiert! Wir müssen uns durchquetschen! Sieht verdammt eng aus. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du hättest weniger Corned Beef essen sollen. Ah, sehr witzig. Daniels, Sie sind dran. Scheiße! Hilf jawohl! Jemand! Ungeschützte Deutsche! Verletzt! Alles wieder gut. Es sind überall Deutsche. Ich sehe sie. Gegenüber auf der linken Seite!
da drüben. Ruhig bleiben, bis wir sie angreifen. Okay, Bewegung. Die Treppen runter. Drilling M30. Etwas Munition, denn. Noch ein Medikit. Hier ist nicht, oder? Oh. Etwas Munition, Daniels. Laster versperrt uns den Weg. Wir schieben ihn. Aiello, die Bremse lösen und lenken. Alle anderen, Brücken ran und schieben. Verstanden. Daniels, brauche Hilfe. Ah, elender Bastard! Er hat noch Benzin. Komm schon. Wir brauchen ein Transportmittel. Lieutenant, ich kann ihn überbrücken. Ach, muss überraschen. Halt's Maul, Bubi. Okay, Bewegung! Bereit machen, Jungs. Daniels, noch eine Mauer. Sprengen Sie sie. Schaltet sie alle aus, klar? Weg da! Vorrück! Bewegung! Wir müssen das Foyer sichern. Saspe nach rechts, Aiello nach links mit mir. Styles, erster Stock des Piers. Alles klar! Sie verschanzen sich im Aufzug. Wir sind der Piers auf der Treppe. Und Styles durch Stock hier. Alles klar! Ist eigentlich nicht schlecht. Hier rüber. Halt ich doch lieber die. Die Kam macht zwar mehr Schaden, aber. Meine Platoon sichert die Obergeschosse. Ihr müsst den Keller sichern. Mir nah. Nicht zusammenbleiben. Hey, Styles. Hier ist ein Versteck für dich. Leck mich. Schnauze! Daniels, die Tür! Licht an! Wir gucken. Vielleicht haben sie etwas zu essen. Klingt wie ein Kind. Hat jemand Schokolade? Ja, Sir.
Ihr seid sicher hungrig. Na los, nehmt sie. Anna! Wow, 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 wow! Schon gut, schon gut! Wir tun euch nichts. Wir tun euch nichts. Wir haben nichts zu essen. Bitte, helfen Sie nein, uns. Nein, nein, die Krautverstärkungen sind jeden Moment hier. Wir haben keine Zeit, uns um Zivilisten zu kümmern. Das sind doch nur zwei. Sir, Sie sollten sich das mal ansehen. Ah, perfekt. Scheiße. Ein paar hundert Meter entfernt war dieser Laster. Wir fahren ihn her und bringen sie alle raus. Bei allem nötigen Respekt. Unsere Mission lautet, das Hotel zu sichern. Sagen Sie, wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich flehe Sie. Wir haben eine Mission. Lassen Sie mich das mal machen. Keine Angst, alles wird gut. Sie übernehmen? Wann haben Sie mich im Rang überholt? Gar nicht. Okay, wir bringen die Leute hier raus. Daniels, Aiello, Sie holen den Laster und treffen uns an der Westseite des Hotels. Bewegung! Ich frag mich, was Sie sonst noch so vorhaben, Herr Sassman. Lassen Sie mich in Ruhe, Sergeant. Auf keinen Fall, Private, auf keinen Fall. Jetzt heißt es wohl du und ich, Dennis. Ja, gut, machen wir den Laster und hauen dann ab. Seit wann versteht sich Sassman so gut mit Deutschen? Was Sassman uns bisher wohl verschwiegen hat, ist seine deutsch-jüdische Familie. Wir haben wohl alle unsere dunkle Vergangenheit. Und was war, dass wir uns um ein paar Deutsche kümmern? Sie haben ein Kind dabei. Und auch alte Menschen. Wir können nicht jeden retten. Das sind Zivilisten. Wir bringen sie in Sicherheit. Nichts anderes. Ja, ja. Da ist der Laster. Komm schon. Okay. Braucht nur eine Minute, um ihn zu starten. Okay. Gebe Deckung. Geschafft. Danke für die Deckung. Ich glaube, die formieren sich auf der Nordseite neu. Der Trupp muss das erfahren. Wir müssen die Leute hier rausbringen. Schnell. Das oder uns hier verschanzen. So riskant. Sie dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Dafür ist es zu spät. Beeilung. Pearson hat recht, Daniels. Wir haben keine Zeit, uns um diese Leute zu kümmern. Das sind Zivilisten. Sie brauchen unsere Hilfe. Durchfahren und auf der Straße parken. Ja, Sergeant. Okay, bringen Sie die Zivilisten hier raus. Bewegung, Bewegung, Bewegung! So, wir müssen hier weg. Verstärkung sind gut. Auf dem Weg. Noch ein bisschen weiter. Anna? Anna! Halt, wo willst du hin? Meine Schwester! Ich muss... Was jetzt wieder? Sie glaubt, dass ihre Schwester in den Keller gerannt ist. Dann muss sie dort bleiben. Wir müssen diese Leute hier rausbringen. Na los! Lieutenant, lassen Sie mich gehen. Niemand geht! Sie haben zwei Minuten. Ich gehe mit dir. Nein, nur Daniels. Das ist zu gefährlich. Alle anderen sichern mit mir den Umkreis. Ja, Sir. Kommen Sie schnell zurück. Mach ich, Sir. Mailgeld? Hä? Huh? Lag nicht noch gerade eins? Oder haben wir das einfach eingesammelt? Oh, falsche Taste. So. Scheiße!
Scheiße! Scheiße! Oh, so schnell kannst du doch gar nichts bewegen. Das gibt's ja gar nicht. Oh. Wo ist eigentlich der Kamerad, der uns hier helfen sollte? Einfach zu schnell. Okay, jetzt mal Konzentration. So, ja. Anna. Anna. Hoffe, sie ist nicht nach oben gegangen. Anna, wo bist du? Hey, Kleine. Komm. Bringen wir dich zu deiner Schwester. Ich hab Kasper gefunden. Komm her. Du kannst nicht entkommen! Alles gut. Wo ist er hin? Er versteckt sich. Den Keller durchsuchen. Bin dabei. Bereich gesichert! Shh. Alles okay. Das. Bereich gesichert. Was
soll das? Sofort wieder raufkommen! Hier! Ich habe etwas gehört! Scheiße! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Du machst das toll. Wir haben es fast geschafft. Ich will Erika. Du musst nur noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Bring uns hier raus. Wir haben es fast geschafft. Wo kommen die alle her? Wir müssen in Bewegung bleiben. Nicht schießen! Nicht schießen! Hände hoch! Du musst nur noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Okay. Jetzt geh raus! Ist er doch noch schleichen? Ich bin hier! Alles gut! Wo kommen die alle her? Wir müssen in Bewegung bleiben. Du wirst es schaffen! Wird alles gut. Ich bringe uns hier raus. Ich hab dich. Danke. Mama hat gesagt, ich soll mich um Kaspar kümmern. Sie kommen nicht zurück. Ab hier kommen Sie alleine klar. Gehen wir. Wir eskortieren Sie, das ist ein Befehl. Pearson hat recht, Sir. Wenn wir Sie begleiten, werden Sie vielleicht beschossen. Ziemlich riskant. Private Sassman, wir sichern diese Straße und bringen Sie dann raus. Verstanden? Verstanden, Sir. Ich glaube nur, dass Sie alleine sicherer werden. Und wenn wir den Deutschen das Hotel überlassen, ist das eine Gefahr für alle Trupps, die hier durchfahren. Das ist nicht Kasserin. Wir haben die Oberhand. Ab auf den Truck mit Ihnen. Ihre Entscheidung. Verteidigungspositionen! Wir müssen die Straße sichern! Alles klar! Die Position halten! Geht's allen gut? Alle vollzählig! Daniels, fragen Sie, ob einer von denen das Ding fahren kann. Kann einer von Ihnen einen Laster fahren? Wir brauchen einen Fahrer. Ja, ich kann fahren. Dann los! Achtung! Sie haben den Truck beschossen! Erika! Bitte, Erika! Hör auf! Sie ist tot! Oh nein! Gehen wir!
Was soll das werden? Ich befolge Befehle. Alle mal zurück zum Hotel. Los, los, los! Hey, wir können nichts mehr tun.